Moin zu einer neuen Folge Hof Bergmann. Ja, heute ist die Roggenernte und ich habe auch schon ordentlich abgeerntet. Der Drescher ist hier gleich voll und dann wollen wir überladen und später dann auch zur Mühle bringen. So, jetzt ist er schon voll. Eben die letzten Meter hier gemacht. Wir klappen das Rohr aus und dann switche ich hier mal eben in den Trecker. Ach, falsch, wir müssen eben wechseln. So. Ja, ich will das jetzt eben überladen und dann lasse ich einen Helfer weiterfahren. Dann können wir uns nämlich in der Zwischenzeit um die Kälber kümmern, die wir in der letzten Folge gekauft haben. Die werde ich dann einmal versorgen mit Milch und Stroh, das brauchen die. Dazu müssen wir die Kühe gleich auch nochmal melken. Da muss man ja jetzt in diesen Melkroboter einsteigen, aber zunächst. Och, da ist noch Weizen drin. Das ist ja jetzt gerade schlecht. Das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Ich glaube, der andere Hänger ist auch noch mit Mischration befüllt. Das ist jetzt doof. Ich weiß gar nicht, ob wir... Ah ja, wir können es eben ins Hofsilo bringen. Ich wusste gerade nicht, wo das ist, aber jetzt weiß ich, es ist ja da gegenüber vom Hofladen. Dann bringen wir das eben schnell dahin. Ja, wir müssen die Kühe dann gleich eben melken. Da muss man in den Melkroboter einsteigen und dann das da eben laufen lassen. Es ist zwar auch noch ein bisschen Milch im Tankwagen, weil ich das ja irgendwie nicht geschafft habe, das alles auf einen Schlag da in meine Produktionshalle überzuladen. Aber da ist ja ein bisschen was drin. Jetzt bin ich falsch gefahren. Da ist ja ein bisschen was drin und ich habe auch die Käseproduktion jetzt schon mal angeschmissen, damit wir dann auch nach und nach unseren Hofladen irgendwann mal bestücken können. Ja, dann werden wir auch ja die Brote dementsprechend machen, wenn das Mehl fertig ist. Und dann können wir das alles nach und nach eben bestücken. Ja, hier ist das Silo, würde ich jetzt behaupten. Ich glaube wohl. Ja, das müsste das eigentlich sein. Also, ist ein bisschen doof, muss man da rückwärts drauf. Ich bin ja jetzt nicht so der Freund vom Rückwärtsfahren. Aber irgendwie werde ich mich da schon reinkurbeln in diese kleine, enge Lücke da. Einen kleinen Schacht. Oh. Na. So, jetzt müsst ihr eigentlich doch schon abladen können. Ach so, Abgezeile vielleicht eben nach hinten verlegen. Ach, Kornschieber. Jo. Slip, das da eben rein, ist ja nicht mehr so viel. So, das war's. Und dann tanke ich eben schnell den Drescher ab und schmeiß dann da einen Helfer rein. So. Ja, vor dem Update war das ja noch irgendwie anders. Da hatte man, glaube ich, auch so zwei so Tanks, aber jetzt ist das... Hat sich das ja alles irgendwie wieder verändert, aber zum Positiven auf jeden Fall, ist ja schön geworden. Genau, so, da sind auch meine... Oh, die haben auch noch keinen. Ah doch, die müssten aber bald noch wieder ein bisschen Heu kriegen. So, keinen platzen. Paletten Milch zu platzieren, was will er denn? Ah, vielleicht. Weiß ich jetzt auch nicht. Gleich mal eben gucken. So, lädt der Roggen hier eben über, dann kann ich da schon mal einen Helfer reinstellen, der da gleich weiterfährt. Du fährst mehr an, nee, der darf doch nicht losfahren. Ich muss erst den leer machen. Ja, der wartet ja nur, wenn er schon drin war vorher. So. Warten wir eben, ist er gleich schon fertig. Wir brauchen auch unbedingt noch mal einen größeren Drescher, der ist das Winz-Ding, damit kannst du ja echt nichts anfangen. So, der ist aber jetzt leer. Und dann schieben wir jetzt einen Helfer rein. Super. So, der kann noch warten, weil wir ja hier noch nichts, weil er noch nicht voll ist. Aber würde mich eben interessieren, vielleicht ist das hier voll. Es könnte... Oh, tatsächlich, wir müssen hier die Milch gleich mal abholen.
Da kann er nichts, so, das ist schon voll. Och, dann haben wir ja viel Milch, da müssen wir eigentlich gar nicht melken. Aber können wir trotzdem eigentlich machen. Aber dann muss ich erst die Milch abholen. Den hole ich dir jetzt erst ab, damit er da platzieren kann. Am besten. Da ist der Milchtank dran. Ja, die brauchen gleich auch noch Stroh. Wir haben ordentlich was zu tun heute. Aber dann müssen wir da jetzt erstmal die Milch einladen. Eben schnell hin mit dem Fendt. Ich dachte gar nicht, dass das schon voll ist. Das hat mich jetzt ein bisschen erstaunt. Aber ich glaube, es ist schon wieder her, wo ich das abgeholt habe. So. Flupp. Alle bei 100%. Das gibt ordentlich Kohlen. So, eben den hier aufgemacht. Dann müssen wir die da eben wieder rein tun. Oh, jetzt bin ich so weit weg. Das ist ja, das mache ich ja nicht, ne? Hoppla, da ist sie mir schon aus der Hand gefallen. Ja, das ist halt immer so eine Fummelei mit dem ganzen Transportieren. Meine Güte. Ist jetzt hier auch wieder was. Kann nicht so schwer sein. Rinder. Warum geht er jetzt hier nicht rein? Na, jetzt. Ja. Ich lade die hier mal eben ein. Da ist sie mir schon wieder weggefallen. Ich lade die hier mal eben ein. Das kann eben noch ein bisschen dauern. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn die Milchkannen verladen sind. So, die letzte Kanne kommt noch eben rein. Das hat ein bisschen gedauert. Auch hier mal so eine Fummelei, jetzt ist sie mir auch daneben gefallen. Ach, das ist echt so ein, ja, ne? Ich wollte es aussprechen. So, jetzt ist er drin, endlich. Ja, jetzt haben wir eigentlich schon ganz gut gefüllt, dass ich weiß gar nicht, die Kälber brauchen auch, glaube ich, gar nicht so viel. Das heißt, wir müssen die Kühe jetzt, glaube ich, auch erstmal nicht melken, weil die... Können wir dann später nochmal machen, wenn wir was für die Produktion brauchen. Im anderen Video. Aber das wird, denke ich, jetzt erstmal schon mal reichen, um die Kälber zu versorgen. Die müssen wir dann auch gleich noch ein bisschen Stroh geben. Hier brauche ich wieder den anderen Trecker, weil der hat ja die Forke davor. Strohgabel. Und so, Kinders. So, ja. Moin zusammen. Da füllen sich die Dinger. Oh doch, die nehmen wir. Ja, das war's. Na gut, aber den fahre ich eben raus, damit ich da gleich mit dem Strohtrecker lang kann. So, und parken wir eben hier. Und dann nehmen wir uns den. Den brauchen wir, genau. So, dann liegen da ja die Strohballen. Ach, da liegt ja sogar noch einer auf dem Boden. Gucken, wie viel die brauchen. Huch, was war das denn jetzt hier? War aber nicht gut. Jetzt habe ich ihn da wieder reingetan, oder was? Oh, verdammt nochmal. Kann ja jetzt wohl nicht wahr sein. Wie hat er den denn da jetzt wieder aufgesaugt, oder was? Das ist ein Scheiß. Gut, da war es zu hoch. Och, Helfer A ist jetzt auch schon wieder fast voll. Ich muss die erst entpacken. Wie war das noch? Da jetzt noch irgendwie einsteigen, oder? Wie war denn das jetzt? Nee, das kann er jetzt wieder nicht. Jetzt bin ich... Kann er ja nicht... Vor dem Update musste man da irgendwie immer rein. Das geht jetzt nicht. Aber ich glaube zumindest, also ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, im Kuhstall standen auch noch Ballen. Ob die jetzt zu Zierde waren oder nicht, weiß ich auch nicht. Habe ich keine Ahnung, aber
können wir sonst da noch mal eben ausprobieren. Ich mache den hier aber noch mal eben ein bisschen runter, sonst bevor wir dann noch irgendwie Überschlag machen. Weil hier, ja, neben den Kälber. Die Moon immer, wenn ich reinkomme, die haben mich begehrt. Jo, den kann ich nehmen. Ja, perfekt. Ah, können wir den direkt da reinschmeißen? Ich meine ja, das funktioniert, ne? Ja, das ist ja, glaube ich, auch funktioniert. Die können ja auch schon wieder fast Nachschub gebrauchen, da. Was ist eng wieder hier? Oh Gott. Normal müsste das funktionieren. Ja. Und, da hat auch... nicht, da reichte auch nur ein halber Ballen. Können wir den hoch? Ich will ja jetzt nicht das arme Kalb da aufpieksen. Können wir das wieder mitnehmen? Dann können wir den noch bei den Kühen reinschmeißen. Hoppla. Jo, die haben den noch ganz aufgebraucht. Jetzt können wir auch schnell wieder zurückfahren zu unserem Anhänger hinten beim Feld, um den Helfer gleich wieder abzutanken, weil der ist ja auch gleich voll. Ach, bin ich eins zu weit gefahren, hier ist unser Silo. Ich glaube, so, da kommt man auch noch hinten raus, aber ich wollte hier lang, wo die vorher noch diesen kleinen Ausstall hatten. Auslauf, Entschuldigung. Jetzt kann man hier einfach lang fahren. Ja, vielleicht muss ich die Kühe dann auch mal durchtauschen, dass die auch mal die Weide sehen. Aber erstmal mache ich das jetzt nicht. Ich habe hier so schon echt Stress hier, wie man sieht. Oh, der steht schon wieder. So, den tanken wir noch mal eben ab. Da ist der aber noch nicht ganz voll. Das heißt, wir werden das in dieser Folge wohl doch nicht mehr zur Mühle bringen. Das lohnt sich ja einfach nicht. Das ist ja dann auch unnötiger Spritverbrauch. So. Der Kollege geht hier eben über. Na. Ja, da könnten nämlich nochmal so anderthalb. Lass mich doch eben vorbei, du. Anderthalb hier Ladung von dem Drescher rein. Und es lohnt sich dann nicht. Und an dieser Stelle verabschiede ich mich jetzt auch. Das soll es gewesen sein hier mit einer weiteren Folge Hofbergmann. In der nächsten Folge werden wir dann wahrscheinlich schon anfangen können, die Brote zu produzieren. Und wahrscheinlich haben wir dann auch schon fertigen Käse. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne mal eine Bewertung da. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und ich sag ciao, ciao.